Leute, war Check-in, war ein Mental Balls hier. Herzlich willkommen bei Mein Leben mit der Sucht, Kapitel 7. Es ist jetzt, glaube ich, mittlerweile. Ich habe nicht konsumiert, aber ich habe gerade ein Alkoholdelirium. Ich höre hier Sachen durch Wände, die überhaupt nicht real sind. Ich habe hier eine Ratte an mir vorbei rennen sehen. Angefangen hat so: Ich war zu Hause und habe ein Video geschnitten. Vorher habe ich Sport gemacht und habe mir meine neuen schicken Schuhe geholt. Ich bin 6 Uhr. Und dann fing das an, dass der Nachbar gebohrt hat. Und dieses Bohrgeräusch wurde ganz leise, einmal so um mich rum. Und eben war das auch so: Ich komme aus dem Raucherraum und gucke so die Wand an. Und der Wand, das war wie in so einer Dauerschleife. Du liebst mich, du denkst, ich bin lieb, doch lieb bin ich nicht. Du denkst, du liebst mich. Irgendwie so, du liebst mich, doch lieb bin ich nicht. Du liebst mich und lieb bin ich nicht. Ich sitze da und rauche. Und dieser Text geht einfach nicht weiter. Und der Text kam von rechts durch das Fenster. Und dann ist die Krankenschwester gekommen, die hat gerade Feierabend gemacht. Und die hat das gesehen. Ich habe jetzt Diazepam und Haldol bekommen, also ein Beruhigungsmittel. Und ein Neuroleptika, also fürs Gehirn. Das Lustige war, als ich hier eingeliefert worden bin, die mussten sogar lachen. Herr Bolz ist zum ersten Mal gekommen ohne Pegel. Ich bin wirklich mit 0,0 gekommen. Das ist genauso, wie ich erzählt habe einmal in meinem Leben mit der Sucht. Ein langjähriger Alkoholiker kann sowas immer wieder bekommen. Ich habe es jetzt, ihr werdet wahrscheinlich sehen, dass die Medikamente auch wirken. Ich habe ja auch noch so einen Schlaftee. Ja. Wünscht mir Glück. Ich werde es morgen wahrscheinlich hochladen. Ich werde irgendwie versuchen zu schlafen. Ich habe ja auch, wie man sieht, so einen roten Knopf, falls gar nicht anders geht. Und dann kriege ich noch mehr Medikamente. Lass die Finger von den Drogen und vom Alkohol. One man to board, over and out. Peace.